Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mass Effect 1 mit Paxis. Wir reden mit unserem ehemaligen Captain Anderson. Erzählen Sie mir, was sich vor 20 Jahren zwischen Ihnen und Saren abgespielt hat. Es erinnert mich an die Situation vor 20 Jahren. Damals war Botschafterin Goyle unsere Repräsentantin hier auf der Zitadelle. Und wie Odina wollte auch sie, dass ein Mensch bei den Spectres aufgenommen wird. Sie hatte mich dafür vorgesehen. Der Rat schickte Saren, um mich zu beobachten und meine Leistung zu bewerten, genauso wie er Nihilus geschickt hat, um sie im Auge zu behalten. Ich glaube, ich habe ein Recht, die ganze Geschichte zu erfahren. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht von einer Armee batterianischer Söldner. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Gab es dabei viele Opfer? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken stiegen auf. Drinnen gab es keine Überlebenden. Ganz in der Nähe gab es ein Lager für die Arbeiter und ihre Familien. Durch das Feuer und diese Giftwolken starben mehr als 500 Leute. Fast alle waren Zivilisten. Saren war es egal. Das Ziel war eliminiert, Mission erfüllt. Aber mir hat man die Schuld gegeben. Danach wollte niemand mehr, dass ich zu den Spectres gehe. Aber Saren hat auch die Explosion verursacht. Warum gab man ihnen die Schuld? In seinem Bericht behauptete Saren, ich hätte seine Tarnung auffliegen lassen. Er sagte, es wäre meine Schuld gewesen, dass uns die Wachen erwartet hatten. Dass es aus diesem Grund zu einem Massaker geworden war. Sarens Bericht reichte dem Rat und meine Chancen, jemals ein Spectre zu werden, waren dahin. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Wem glauben Sie, würde der Rat mehr Glauben schenken? Mir oder seinem besten Agenten? Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Vielleicht hätte ich eingreifen können, bevor alles außer Kontrolle geriet. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Commander. Nein, ich werfe es Saren vor. Ich denke, er wollte, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. Er suchte nach einem Grund, um diese Raffinerie in die Luft zu jagen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen werde. Jedenfalls hat es funktioniert. Warum haben Sie ihn damit davonkommen lassen? Oh. Wem glauben Sie, ich hatte von Anfang Sie an... Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Vielleicht findet er einfach Gefallen an Gewalt. Vielleicht wollte er mich nur schlecht aussehen lassen, damit ich nicht bei den Spectres aufgenommen... Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pharos geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Was wissen Sie über den Artemis-Tau-Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. So geil, wie unpersönlich immer die Verabschiedungen sind von ihm.
Dann mal rein in unser neues Schiff. Also neu ist es nicht, aber zumindest ist neu, dass wir hier der Chef sind. Bestimmt werden sie uns direkt alle abgrüßen jetzt. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Komm, ich werde zweimal dekontaminiert. Ich bin zweimal reingelaufen in den Strahl. Wie? Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Kurze Ansprache. Auf meine Art! So, jetzt zeige ich euch mal, wo jeder Hase die Locken hat oder so. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wenn wir die Traverse erreichen, werden seine Verbündeten schon auf uns warten. Aber auch wir werden vorbereitet sein. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Vorbildlich plus zwei. Ich verstehe immer noch nicht, warum dieser große Fette dabei ist. Also dieser Söldner vom Shadow Broker. Commander, etwa noch eine Frage? Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Hä, von welcher Krankheit redet er denn? Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, scheiße. Okay, ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Okay, das war's. Oder? Was ist das, was Neues? Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet.
Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Ich muss gehen. Bis dann. Diese Verabschiedungen. Man hat gerade ein total intensives Gespräch gehabt und dann... Ich muss gehen. Schade, ich dachte, die salutieren hier alle mal, weil ich jetzt ein Spectre bin. Dann hab mich wohl geirrt. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Das ist schon so ein kleiner Rassist auf jeden Fall. Das habe ich schon gemerkt. Es gibt Leute, die es für Schwäche halten, wenn man Hilfe annimmt. Aber das ist nur dumm und selbstgefällig. Egal wie stark man ist. Verbündete kann man immer gebrauchen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Wie sind Sie zu Ihrem Einsatz auf der Normandy gekommen? Ich habe mich gleich nach dem Studium um eine Stelle als Navigator bei der Allianz beworben. Genau wie mein Großvater. Das liegt wohl in der Familie. Meine erste Station war auf der Agincourt. Wir waren während des skylianischen Angriffs auf Elysium. Die Kolonie wurde von einer riesigen Flotte Raumpiraten angegriffen. Sie waren zwar in der Überzahl, aber ihre Schiffe hatten keine Chance gegen eine Fregatte der Allianz. Es war ein einziges Blutbad. Sie verloren so viele Schiffe, dass wir sie nicht einmal zählen konnten. Wie sind Sie auf die Normandy gekommen? Nach Elysium bekam ich meine Beförderung zum Officer. Ich scheine auf die richtigen Leute Eindruck gemacht zu haben. Als der Captain die Crew zusammenstellte, hat er nach mir verlangt. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Das war schon eine bessere... Abtrünnig plus zwei und vorbildlich plus zwei. Hallo? Nur weil ich dem Typ gesagt habe, dass ich hier die Befehle gebe, ist es als abtrünnig gewertet worden. Was ist denn da los? Also das Punktesystem ist ein bisschen merkwürdig, muss ich zugeben. Ach, wir sind schon wieder ein Level aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön. Naja, wir werden trotzdem hauptsächlich ins Vorbildliche gehen. Das ist, wie gesagt, also... Wenn für mich eine Antwort Sinn macht, dann nehme ich die. Auch wenn das dann vielleicht als abtrünnig gewertet wird. Aber meistens sind die abtrünnigen Antworten nichts, was ich nehmen möchte. Deswegen wird das eh nicht oft vorkommen. Salutieren? Ich wusste es. Wo ist denn die Echle? Stand die nicht sonst immer hier rum? Salutieren? Als wenn sie mich hören könnten. Oh, wo gehe ich denn jetzt hin? Okay. Ist das hier nicht das Krankenzimmer? Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Was? Wir haben doch gerade angefangen zu reden. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Mal gucken, ob er dir das Gleiche sagt. Ich versuche nur zu verstehen, was Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir reden ein andermal. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Stasiskammer. Es ist doch nicht Stasiskammer. Wusste ich es doch. Also ich habe eigentlich gedacht, es wären keine Stasiskammern, sondern es wären Notkapseln. Aber okay. Stasiskammern waren quasi die zweite Vermutung von mir. Ja bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Ach so. Ich wollte reisen und die Sterne sehen.
Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse... Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber er ist allerdings ein wenig verschlossen. Ja. Das könnte auch an den Kopfschmerzen. Ich muss jetzt auf Wiedersehen, Kommandant. Das hatten wir schon vor der ersten Mission, als wir selber... nach der ersten Mission, als wir hier in dem Krankenzimmer aufgewacht sind, hatten wir das schon mit ihr besprochen. Das brauchen wir natürlich nicht nochmal anhören. So, wo ist denn jetzt die... Wie heißt sie gleich? Die eine Außerirdische oder die ganzen Außerirdischen? Das müssen ja 3 Stück sein. Und die Ashley muss ja auch noch irgendwo sein. Sind wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Was? Hä? Wo sind die denn? Hä? Okay. Da drüben war ich noch nicht. Ach doch, da geht's einfach nur runter. Hier war ich doch schon. Hä? Also es fehlen jetzt eigentlich 4 Leute. Ach, es geht hier noch weiter nach unten, oder was? Ach so, okay. Ich dachte, das geht einfach nur wieder nach oben. Gut, dann werden wir die jetzt wahrscheinlich gleich finden. Ah, die hängen anscheinend alle mit hier ab. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Hier, dass der mit dabei ist, das verstehe ich halt überhaupt gar nicht. Wieso der jetzt plötzlich mit bei uns ist? Der ist doch eigentlich als Söldner für den Shadow Broker unterwegs gewesen. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Geile Antwort. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Es wird doch mit Sicherheit irgendwelche Forscher geben, die versuchen, das rückgängig zu machen. Tut mir leid, Rex. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Aber es muss doch Wissenschaftler geben, die irgendwie ihre Klamotten, ihre Rüstung, ihre Schiffe, ihre Raumschiffe, ihre Waffen entwickelt haben. Also wenn es alle nur Krieger waren, müssen die doch immer noch mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Steinen und Äxten kämpfen. Aber die sind doch auch weiterentwickelt. Merkwürdig. Bis dann, Rex. Shepard. Shepard. Tali Spind ausrüsten. Ach so, da können wir die quasi... Aha. Interessant. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur...
du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Wir haben den Kampf gegen Synthetische nie trainiert. Die Geth sind seit 3 Jahrhunderten nicht mehr durch den Nebel gekommen. Wir müssen uns dank unseres Trainings anpassen können. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wie lautet deine Meinung? Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Wir kamen, sobald wir den Notruf empfingen. Selbst das schnellste Schiff der Flotte. Du hast dein Bestes gegeben. Es war mein Fehler. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Die Geth sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht. Sie geben keinen Laut von sich. Sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Okay. Können wir uns kurz unter 4 Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Hallo, ich bin hier der Chef. Wenn ich sage, wir reden unter 4 Augen, dann reden wir unter 4 Augen. Was sind denn das für Antworten hier zum Teil? Unfassbar. Wegtreten, Chief. Sir? Gleich eine richtig förmliche Verabschiedung. Unfassbar. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Vor allem, ich bin erst seit kurzem ein Spectre. Ich habe noch keine einzige Mission als Spectre gemacht. Ich habe gar keine Erfahrung. Ich bin im Endeffekt der gleiche Soldat wie schon vorher. Nur, dass ich jetzt vielleicht anders handeln darf. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadellsicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Gut, mein Freund, gut. So, Garrus, aber ich wäre eh nicht mit ihm kämpfen. Ich glaube, ich wäre... Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben Lizenzen. Mit jeder Lizenz kann ich bestimmte Produkte kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar Lizenzen für einfache Produkte, aber wenn Sie andere Produkte wollen, müssen Sie andere Lizenzen kaufen. Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren sich immer, wenn man sie bekommt. Was haben die anderen Hersteller im Angebot? Es gibt so viele davon, dass ich sie nicht alle kenne, aber jede Lizenz spezifiziert das betreffende Produkt. Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren.
Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ja, ist das gleiche Spiel wie die ganze Zeit. Wir kaufen einzigartiger Gegenstand, Medigel-Upgrade. Erhöht Max Anzahl von Medigel-Einheiten um 1. Und das kaufe ich natürlich. Was kostet das? 196 kaufen. Bio-Verstärker. Stärker erhöhen die biotischen Fähigkeiten, indem sie die Element Zero-Knoten in bla bla bla. Kosten 2900. Ja, ansonsten werde ich erstmal nichts kaufen. Das reicht mir. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch. Wie hieß die Talin? Ich glaube, die Talin. Moment, bestimmt ist die hier irgendwo. Die ist doch Wissenschaftlerin. Ja, da ist sie. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind Sie wohl kaum hier heruntergekommen. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar und wir sind die Einzigen, die es haben. Nice. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das hier gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Auch die Verabschiedung hat mir besser gefallen. Dann reden wir jetzt noch mit der Tali, dann haben wir es geschafft. Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind.
Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Das ist doch mal eine geile Demokratie, ey. Sowas müsste man auch in der richtigen Welt mal machen. Dass wenn die Entscheidungen richtig krass sind, dass dann automatisch die Entscheidungsträger zurücktreten müssen, weil dann überlegen sie sich 3-mal, ob sie diese Entscheidung treffen. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft, was Sie waren, als wir Sie erschufen und wie Sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Die Geth unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen.
Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Geth sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geth zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Geth als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geth sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geth permanent zu deaktivieren. Die Geth haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Aha! Jetzt kommt's raus! Kein Wunder, dass sie sich dann entsprechend rebellisch gezeigt haben. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geth waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geth noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Und wieso haben sie nicht einfach sich eine neue Welt gesucht? Ich kann kaum Mitleid mit ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen sie je in Kontakt getreten sind? Sie haben Saren nicht getötet. Und was sagt uns das? Die Geth sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Sie sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. Ich möchte mehr über ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen.
Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Nichts, weil das war's. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Sehr schön. So, ich habe extra die Folge länger gemacht, also quasi eine Doppelfolge gemacht, weil wir jetzt uns hier mit der Crew unterhalten haben. Aber jetzt müssten wir eigentlich alle Crewmitglieder haben und können auf die nächste Mission gehen. Das machen wir also beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar, abonniert, aktiviert die Glocke. Bis hoffentlich morgen. Euer Paxis. Bleibt cool.